Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein Interview von Alice Weidel bei RTL Frühstart. Jetzt im Folgenden das Interview, danach ein paar Worte dazu. Schön hier zu sein. Guten Morgen, Herr Webb. Frau Weidel, nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes von Münster, rechnen Sie eigentlich damit, dass Ihre Partei bei nächster Gelegenheit verboten wird? Es wird alles versucht, um uns von der Regierungsverantwortung fernzuhalten. Man muss dazu aber sagen, dass es einzelne Stimmen sind. Herr Wanderwitz hatte das ja artikuliert. Münster ist natürlich erwartbar gewesen, bedauerlicherweise, weil der Verfassungsschutz wieder wie in Köln keine Beweise vorlegen musste für diese absurden Behauptungen, die er tätigt. Und dementsprechend werden wir uns dagegen auch weiter rechtlich zur Wehr setzen und dementsprechend auch handeln. Aber nochmal, sollte es ein Verbotsverfahren geben, gibt es dann einen Plan B? Gründen Sie da umgehend eine neue Partei, die Alternative für die Alternative von Deutschland? Ich sehe ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Anlass für ein Verbotsverfahren. Wir stehen mit beiden Füßen auf dem Boden der Verfassung. Festzuhalten bleibt ja, Sie werden weiter als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Wie gehen Sie persönlich damit um? Ändern Sie beispielsweise die Art, wie Sie kommunizieren? Sind Sie vorsichtiger, wenn Sie telefonieren beispielsweise? Es gibt überhaupt gar nichts zu verstecken, aber es ist natürlich ein Unding, dass ein Inlandsgeheimdienst auf die eigene Bevölkerung angesetzt wird und hier parteipolitisch instrumentalisiert wird. Wir haben Haldenwang als Chef des Verfassungsschutzes mit dem CDU-Parteibuch, mit einer Dienstherrin Nancy Faeser, mit dem SPD-Parteibuch. Also Sie stellen die Unabhängigkeit der Gerichte? Natürlich. Der Verfassungsschutz ist in einer westlichen Demokratie einmalig, in einer Demokratie unwürdig, weil der Verfassungsschutz Folgendes tut. Er wird parteipolitisch instrumentalisiert. Warum? Weil der Verfassungsschutz auch Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Herr Haldenwang hat sich ja selbst geäußert, es ist nicht allein seine Aufgabe, die Umfragewerte der AfD nach unten zu bringen. Das darf der eigentlich überhaupt gar nicht sagen. Und in diesem Moment greift er in den Parteienwettbewerb ein. Ja. Die Gleichheit, die Gleichbehandlung von Parteien im Parteienwettbewerb ist aber verfassungsrechtlich festgelegt und handelt da natürlich im Umkehrschluss selbst verfassungsfeindlich. Kommen wir zu einem anderen Urteil. Ich weiß nicht, ob Sie das dann ernst nehmen. Und zwar das gegen den thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke. Das Landgericht Halle sah es als erwiesen an, dass er wissentlich halt eine Nazi-Parole verwendet habe. Kostenpunkt 13.000 Euro. Werden Sie eigentlich dagegen Rechtsmittel einlegen? Das ist ja wohl noch nicht ganz klar. Ja, natürlich. Also das Ganze ist ein alberner Vorgang und dient natürlich auch, unseren Spitzenkandidaten mit zu diskreditieren. Er hat es ganz deutlich gemacht vor Gericht, dass er das auch nicht wusste. Zahlen, Daten, Fakten. In Umfragen befindet sich Ihre Partei so ein wenig im Sinkflug. Unser Hausinstitut Forsa vermeldet, von 22 ging es runter auf 15 in etwa einem halben Jahr. Das ist ja auch eine Kunst, wenn man sich die Performance der Ampelkoalition anschaut. Aber dann wurde Potsdam eine angebliche Wannsee-Konferenz kampagnenartig aus dem Hut gezaubert. Was ist an dem Interview außergewöhnlich? RTL wird sagen, das ist ein normalisch kritisches Interview. Die AfD muss sich kritische Fragen gefallen lassen, wie auch andere Parteien sich kritische Fragen gefallen lassen müssen. Das ist ganz normal. Und wer jetzt an diesem Interview herummeckert, der hat keine Ahnung von kritischer Presse und von Demokratie. Wenn wir uns jetzt aber einmal die Formulierungen genauer angucken, dann wird die Täuschungsabsicht vollkommen offensichtlich. Zunächst geht es um ein mögliches AfD-Verbot. Der Moderator tut so, als sei das etwas ganz Normales, dass eine Partei verboten wird. Er suggeriert, es sind alle der gleichen Meinung, die AfD, sie ist selbst schuld, sie ist ein Verdachtsfall. Sie ist auch wahrscheinlich rechtsextrem und was Weidel hier erzählt, das ist einfach ein Blödsinn. Da rechnen Sie eigentlich damit, dass Ihre Partei bei nächster Gelegenheit verboten wird? Weidel gibt hier inhaltlich die passende Antwort, aber sie könnte noch emotionaler zum Ausdruck bringen, über welchen ungeheuerlichen Vorgang hier gesprochen wird. Und sie könnte darauf hinweisen oder sie könnte feststellen, dass die Medien und auch dass er vollkommen gleichgültig darauf reagiert und dass es unausgewogen ist. Und vor allen Dingen könnte sie auch darauf hinweisen, dass RTL und dass die ganzen Medien auch wissen würden, dass es unausgewogen ist. Das heißt, sie könnte hier klar sagen, das, was sie hier suggerieren, ihre Einstellung, wir nehmen es ihnen nicht ab. Ich glaube es ihnen nicht. Sie ist nicht dazu gezwungen, es diesem Moderator abzunehmen, diese gleichgültige Einstellung, mit der er ja suggeriert, die AfD wird verboten, ja, selbst schuld AfD. Ich glaube daran, dass die AfD rechtsextrem ist.
Sie ist nicht dazu gezwungen, ihm das abzukaufen. Sie kann sagen, ich glaube es Ihnen nicht. Wie Sie hier auftreten, wie die ganzen großen Medien auftreten, wir glauben es Ihnen nicht. Sie täuschen die Öffentlichkeit. Und dann kann man auch Belege aufführen, dass die Medien ein Informationskartell führen und dass systematisch die Öffentlichkeit getäuscht wird. Und das Problem ist, es fällt mir bei Alice Weidel öfters auf, aber es fällt mir bei vielen öfters auf, sie sagen immer die Regierung. Die Regierung will nicht, dass wir in Verantwortung kommen. Aber das ist auch Täuschung, weil das stimmt nicht. Oder das stimmt natürlich, aber das ist nicht das, was die Regierung eigentlich will oder das, was die Leute eigentlich wollen. Sondern die Regierung, Scholz und diese ganzen Leute, sie sind eigentlich mehr oder weniger Dienstleister. Genauso auch Joe Biden. Sie sind alles Dienstleister. Und sie erfüllen das, sie erfüllen die Narrative der Medien. Und sie wissen ganz genau, wenn sie das machen, was die Medien an Narrativen vorgeben, da werden sie belohnt. Da bekommen sie eine positive Berichterstattung, es gibt keine kritischen Nachfragen. Dann wird bei Cum-Ex, passiert dann, jedenfalls von Medienseite, passiert dann nicht so viel. Die Olaf Scholz und diese ganzen Leute, sie bekommen das wahrscheinlich nicht direkt erklärt, sondern sie bekommen es zu spüren, wie die Medien handeln. Die Medien erziehen die Politiker durch Belohnung und Bestrafung. Und die AfD wird seit Anbeginn bestraft, weil sie sich den Narrativen nicht beugt. Und Alice Weidel könnte auch hier erklären, alles, was sie hier uns vorwerfen mit Rechtsextremismus oder auch was sie hier suggerieren, dieser Journalist, wir kommen gleich noch zu weiteren Beispielen, wo ganz klar ist, dass er manipulieren will, er die AfD schlecht machen will, er die AfD unmöglich machen will, sie den Leuten madig machen will. Und Alice Weidel kann hier erklären, sie suggerieren das, nicht weil sie das glauben, sondern sie suggerieren das, weil wir bestimmte Positionen beziehen, die nicht in die Narrative passen, die verbreitet werden von den großen Medien. Beispielsweise Ukraine, beispielsweise Corona und so weiter und so fort. Und dann wird der Moderator sagen, ja nein, das ist ja völliger Blödsinn, das ist wie, so sollten wir, wir bilden kein Informationskartell, wir machen hier ordentlich unsere Arbeit, wie kommen Sie dazu, das ist ja alles Quatsch, das ist ja Verschwörungstheorien. Und darauf könnte Alice Weidel entgegnen, Sie bilden ein Informationskartell, das ist belegbar. Und wenn ihr jetzt nichts einfällt, dann kann sie sagen, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber wir können es nachrecherchieren, ich reich's nach. Natürlich am besten ist es, sie hat Beispiele parat. Und es gibt ein paar ganz einfache Beispiele. Und ein einfaches Beispiel, was so plakativ ist, es gibt natürlich unendlich viele Beispiele, aber am besten bringt man natürlich eins vor, was die Leute sofort verstehen und wo der Moderator keine Verwirrung schaffen kann. Wo man da nicht sich so irgendwie verzetteln kann, und dann verschwimmt alles irgendwie im Unklaren und dann macht der Moderator einen Themenwechsel und ist alles vergessen. Und ein sehr einfaches, plakatives Beispiel, das Ausmaß zeigt des Informationskartells, ist ein Interview aus dem Jahr 22 einer Zivilistin aus Mariupol. Und zwar wurde sie in Mariupol im Stahlwerk gefangen gehalten vom Azov-Bataillon. Und sie hat das auch explizit so erklärt, dass die Ukrainer sie gefangen gehalten haben. Der Spiegel hat daraus einen Bericht gemacht, dass die Russen sie gefangen gehalten hätten, dass die Russen dafür gesorgt hätten, dass sie nicht aus Azovstal rauskam, was aber nicht der Wahrheit entsprochen hat. Nur am Rande bemerkt, das Azov-Bataillon, überhaupt die ganzen Zivilisten Mariupol, wurden als Geiseln gehalten. Und wer versucht hat, die Stadt zu verlassen mit dem Auto, auf den wurde geschossen. Aber bleiben wir jetzt mal allein bei diesem Interview. Weil da für das andere bräuchte man dann auch wieder Belege. Das macht das Ganze kompliziert. Deswegen bleiben wir bei dem Interview. Der Spiegel hat jetzt daraus gemacht, die Russen haben sich festgehalten. Und es ist im O-Ton. Es ist klar ersichtlich, dass sie gesagt hat, das Azov-Bataillon, die Ukraine hat sie festgehalten. Und nachdem der O-Ton im Internet aufkam, womit der Spiegel damals wahrscheinlich nicht gerechnet hat, was den Spiegel kalt erwischt hat, hat der Spiegel den Bericht zurückgezogen. Also nach ein paar Tagen, ich habe darüber auch ein Video gemacht, aber ich habe das Ganze von Thomas Röper, ich habe dann auch ein Video gemacht und einige haben Videos gemacht und der Spiegel hat es dann tatsächlich zurückgezogen, so klammheimlich zurückgezogen. Und jetzt könnte ja die Ausrede sein, das könnte alles vielleicht auch erklären, jetzt könnte die Ausrede sein, Fehler passieren, der Spiegel hat einen Fehler gemacht. Das Entscheidende ist jetzt nicht die Falschberichterstattung vom Spiegel, was natürlich auch monströs ist, sondern der Knackpunkt ist hier, dass die anderen großen Medien das nicht aufgegriffen haben. Es keinen Skandal gab, also es gab ja, über Relotius wurde ja ganz viel berichtet, das hier ist viel, viel schlimmer als Relotius. Das ist um Größenordnungen schlimmer, so ein Interview zu verdrehen. Und niemand hat berichtet.
Niemand hat das aufgegriffen, niemand hat im Spiegel irgendwelche Vorwürfe gemacht von den großen Medien. Und das allein ist der schlagende Beweis, dass die großen Medien ein Informationskartell bilden. Dass die Medien, dass unsere Demokratie nicht funktioniert. Es gibt natürlich ganz viele Beweise, aber dieser Beweis hat den Vorteil, dass man ihm den Leuten vergleichsweise leicht den Leuten das zeigen kann, dass wir keine funktionierende Demokratie haben. Und dass es brandgefährlich ist. Dass die großen Medien uns nach Belieben manipulieren, indem sie gemeinsam Informationen verbreiten, wie sie es wollen. Und gemeinsam ein Kartell bilden. Dass sie nicht in einem Wettbewerb stehen. Und das haben die meisten Leute hier nicht verstanden. Das haben auch viele bei der AfD noch nicht verstanden. Das Ausmaß. Jeder hat jetzt verstanden, die Medien sind irgendwie blöd und die sind irgendwie böse zur AfD. Das haben alle verstanden. Aber auch in der AfD selbst haben, glaube ich, viele noch nicht verstanden, wie wirksam die Medien sind, wie wirksam, ja auch in diesem Interview. Das war aus meiner Sicht, man kann darüber diskutieren, aber aus meiner Sicht die Mehrheit, die in Anführungszeichen dumme Mehrheit, für die dumme Mehrheit war das ein Erfolg von RTL, das Interview. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Jedenfalls ist das ein Beispiel, mit dem man die Medien drankriegen kann. Und es ist jetzt auffällig bei Alice Weidel und überhaupt auch bei anderen, dass sie die Medien eigentlich nie kritisiert. Und dann stellt sich die Frage, warum? Ich hatte sie das noch nicht verstanden. Und aus meiner Sicht, nach vielen Jahren, musste die Rolle verstanden haben. Es geht ja nicht, dass sie jetzt hier den Moderator anblafft, sondern es geht darum, dass man schonungslos die Rolle der Medien beschreibt. In einem sachlichen, neutralen, freundlichen Tonfall. Dass man nicht nur das Regierungshandeln beschreibt, sondern dass man in einem sachlichen, neutralen Tonfall das beschreibt, was die großen Medien machen. Und jetzt stellt sich die Frage, warum wird immer so die Regierung in den Mittelpunkt gestellt? Die Regierung will, dass wir nicht in Verantwortung kommen. Da wird der Passiv verwendet, wir sollen nicht an die Macht kommen. Jetzt ist die Frage, wer will, dass wir nicht an die Macht kommen? Warum wollen die das nicht? Und hier fängt Korruption an, aus meiner Sicht. Ganz klammheimlich, ganz unscheinbar. Und natürlich ist es so, dass jeder AfD-Vertreter weiß, leider ist es so, es ist ein harter Wettkampf um die Abgeordnetenposten, um die sogenannten Mandate. Darum wird hart gekämpft. Natürlich, wenn man in den Medien ist, dann ist es ein Plus. Und Alice Weidel weiß natürlich, wenn sie jetzt die Medien angreift, dann ist die Chance, dass sie bei RTL wieder eingeladen wird, sinkt. Und das weiß jeder. Deswegen, da fängt schon das Geben und Nehmen an. Man verzichtet darauf, jetzt RTL ans Schienbein zu treten. Dafür kann sie dann persönlich mehr Interviews machen. Und er erhofft sich's. Und das ist natürlich auch das Krisenproblem bei Sarah Wagenknecht. Dass Sarah Wagenknecht auch immer versucht, in die Medien zu kommen, weil sie denkt, sie kann die Medien austricksen. Auf jeden Fall ist sie sich genau bewusst, dass die Reichweite durch die Medien sie stark macht. Und da fängt Korruption an. Die Rolle der Medien wird so nicht thematisiert von den Leuten, die eingeladen wird. Und aus meiner Sicht, da muss in der AfD, da muss man zusammenhalten, da muss man ein Bewusstsein dafür schaffen. Weil die AfD ist jetzt mit 20% nicht mehr auf die großen Medien angewiesen. Indem sie die Rolle der Medien schonungslos beschreiben, können sie den Medien schaden, indem sie die Leute wirksam dazu bringen, von den großen Medien wegzugehen, weil die großen Medien ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Wenn die Sachverhalte aufgezeigt werden, wenn die Leute verstehen, die großen Medien manipulieren mich, sie bringen wichtige Informationen nicht oder sie lügen direkt, wie Spiegel. Und wenn die Leute verstehen, sie werden vor allen Dingen über das Ausland angelogen, dann werden natürlich die Leute, große Leute von den Medien nicht konsumieren. Natürlich, die AfD-Vertreter wissen, wenn sie das jetzt hier in einem Interview, das jetzt RTL Weidel gestattet, wenn sie das ausbreitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Weidel wieder eingeladen wird, sinkt. Aber wenn alle zusammenhalten, dann bleibt den großen Medien nur übrig, keine AfD-Vertreter mehr einzuladen. Was bedeutet es aber bei 20%? Wenn jetzt die Medien sich entschließen, okay, die AfD-Leute, sie machen uns, sie decken schonungslos alles auf, wir können sie nicht einladen. Sie machen uns fertig sozusagen. Sie nehmen keine Rücksicht, wir laden sie nicht ein. Ihnen bleibt nur die Möglichkeit, sie nicht einzuladen. Aber dadurch fällt es auf, dass sie nicht eingeladen werden. Also sie können sie sanktionieren, aber das funktioniert dann ähnlich wie die Russland-Sanktionen, nämlich gar nicht. Sondern die Leute, die gehen dann direkt zur AfD und merken, okay, aha, es gibt ja noch alternative Medien, da kann man sich auch informieren. Wenn ich mich über die AfD informieren will, wenn ich wissen will, was los ist, dann muss ich nicht RTL gucken, dann muss ich nicht ZDF gucken, muss ich nicht ARD gucken. Dann gehe ich ins Internet, dann gehe ich auf YouTube, dann gucke ich zum Beispiel Weltwoche, es gibt ja viele gute Kanäle. Dann gehe ich dahin und gucke die Interviews da, dann sehe ich die AfD-Vertreter da. Vor allem, das hilft auch den alternativen Medien. Das hilft den Leuten, die wohlwollend über die wohlwollend und fair, also was heißt wohlwollend, die fair über die AfD berichten. Den Leuten hilft das. Und
solange die AfD-Vertreter jetzt wie alles weil jetzt zu RTL geht oder zum Öffentlich-Rechtlichen geht, schadet das den alternativen Medien. Das ist ganz klar, weil alles Weidel gibt diesem Moderator Berechtigung. Sie gibt ihm Berechtigung durch dieses Interview, stärkt seine Position. Also sie suggeriert durch ihren Auftritt, sie antwortet natürlich bestimmt und bringt, macht ihre Punkte, aber sie suggeriert, okay, RTL ist ein seriöses Medium, da gebe ich ein Interview. Und es ist nicht unabänderlich, dass die Leute die großen Medien toll finden und die AfD muss sich dem fügen. Das ist ein Irrglaube. Sondern wenn die AfD schonungslos ist und wenn die großen Medien sich zu dem Schritt entschließen, die AfD ist zu schonungslos, wir laden sie nicht ein, das wird die großen Medien schwächen. Und das wird die fairen Medien entscheidend stärken. Das heißt, es müsste jetzt in der AfD, müssten alle zusammenhalten und vor allen Dingen müsste ein Bewusstsein geschaffen werden, dass die Medienkritik wichtig ist. Also die Leute müssten gezielt darauf achten, okay, Weidel, schont sie jetzt den Moderator, schont sie jetzt RTL, um wieder eingeladen zu werden, oder schont sie Markus Lanz, um sich vielleicht irgendwas zu erhoffen. Das heißt, die Leute müssen genau darauf aufpassen, dass diese Art von Korruption, es ist Korruption aus meiner Sicht, wenn man nicht wahrhaftig ist und etwas nicht bringt, um jemand anderen dieses Geben und Nehmen, es ist so eine scheinbare Kleinigkeit, aber es hat extreme Auswirkungen. Und da müssen die Leute darauf achten und natürlich dann auch das zum Ausdruck bringen. Und dann muss dann eben Weidel und diese ganzen Leute müssen zu verstehen bekommen, wir haben es jetzt registriert, um wieder eingeladen zu werden, bist du jetzt hier zu zahmen, Anführungszeichen. Und das nutzt dir, aber das schadet der AfD.